Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, zu einem neuen Video von Reingeschaut. Wir schauen uns heute mal ein bisschen Fantasy Blacksmith an. Das hatte ich damals von den Entwicklern bekommen, weil Reingeschaut, das Format wird sich ein bisschen ändern. Und zwar, ich frage halt irgendwelche Leute mal nach Keys an, nach Spiele Keys. Und die meinen, ja, du kriegst den Key, wenn du ein Video machst. Und dann sage ich, okay. Somit wird Reingeschaut jetzt so eine Präsentation von Videos, wo ich die Keys geschenkt bekommen habe. Wo ich sage, ey, die Spiele könnten interessant sein. Die Spiele sehen süß aus oder voll putzig. Und die will ich eigentlich eher für mich haben. Aber okay, dann mache ich halt jetzt dieses Video. Fantasy Blacksmith war eins der ersten Keys, die ich geschenkt bekommen habe. Das ist so eher ein... ist auch ein Simulationsspiel und ich liebe ja Simulationsspiele. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Damit wir das haben. Die Entwickler von dem Spiel sind Haven Brotherhood und der Publisher sind Grab the Games. Es kam schon 2019 raus, also es ist schon ein relativ altes Spiel. Ich beginne jetzt einfach mal. Ich hatte es schon mal angefangen. Da war es aber halt noch auf Englisch. Jetzt hat es aber auch mit deutschen, also hat es jetzt auch mit deutscher Sprachausgabe. Und ich habe es halt damals nicht gerafft, was ich da machen sollte und da hatte ich es weggelegt. Da oben gucken, fangen wir es jetzt nochmal an. Maika. Wie ihr seht, ist es immer noch hier vorne auf Englisch. Wir könnten auf Easy spielen. Hatte ich nicht. Warte mal, gehen wir noch kurz zurück. Zurück! German. Ist das jetzt Deutsch? Okay, dann machen wir es einfach mal so. Ah, ich will der beste Schmied in diesem Land sein. Ich muss ganz oben auf der Liste stehen. Das wird nicht einfach. Ich werde die Schmiedekunst sowie den Bergbau, die Verzauberung, die Damastherstellung und die Runenmagie verstehen müssen. Eines Tages werde ich der beste und berühmteste Schmied sein. Aha, hier haben wir die Bewegung. Pause, Tab. Zeig den Geldbetrag und den Ruf an. X oder... oh, boah, das werde ich mir doch im Leben nicht merken. 4, um Thermometer zu nehmen und wieder. Drücken Sie... aha. SRG, um in die Hocke zu gehen. Spitzhacke nehmen. Ah, toll. Schließen. Hallo. Ja, jetzt sind wir hier im Spiel. Halten Sie Tab gedrückt, um in die Höhe des um die Höhe des Geldes, den Ruf und die Fähigkeitspunkte zu sehen. Ah, so, da. Wir haben 1000 Ruf, Fertigkeitspunkte und links. Erhöhen, drücken Sie Y. Mein Charakterlevel. Ich bin Amateur im Lack, im Abbau, Schmieden, Schärfen und Zusammenbau. Okay. Drücken Sie den Pfeilen, um Ihr erstes Schwert einfach zu machen. Was für Pfeile? Ach, da ist ein Pfeil. Benutzen Sie die Karte, um einen Bronzebarren zu kaufen, um einen Schwertentwurf zu machen. Verwenden Sie Plus, um die verwendeten Materialien einzustellen. Nutzen Sie die Karte, um einen Bronzebarren wenn Sie Plus und was? Jetzt muss ich kurz gucken, wo Plus ist. Da. Ich will aber eigentlich ja nur Bronze haben. Achso. Ich hätte ganz gerne den Griff. Wir machen ein Zickzack-Schwert. Warum, wieso, weshalb? Ich habe keine Ahnung. Sieht geil aus. Okay, ja. Das hat jetzt gut funktioniert.
Darf ich das nicht machen? Okay. Onkel hinzufügen. Mir ist irgendwie noch nicht so ganz klar, wie das Ganze noch funktioniert. So, jetzt haben wir hier ein hübsches, hoffentlich hübsches Breitschwert. Weiß nicht. Hinzufügen. 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 Ach so, okay. Das kostet. Nehmen Sie den Kohlebehälter. Was ist ein Kohlebehälter, da? Und werfen Sie ihn in den Ofen, um die Temperatur zu erhöhen. Drücken Sie E oder. Okay, das hat sehr gut funktioniert. Legen Sie den Barren in den Ofen. Ach da. Einfach so reinlegen. Nehmen Sie den Thermometer. Wo ist ein Thermometer? Ach da. Ich halte das jetzt so rein, oder? Heiß, braucht eine Zange. Ja, aber ich dachte, ich soll Thermometer. Habe ich das jetzt Thermometer nicht genommen? Zange, Zange, wo ist die Zange? Nee, das ist zum Abgießen. Ich habe keine Zange. Warte, X stand da. Oha, ich bin ja noch mal gespannt. Muss ich jetzt da irgendwas machen? So, es hat mir jetzt angezeigt, ist hart an der Grenze. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von so Schmiedkunst. Sie müssen eine Zange verwenden, wenn die Barren oder Klinge heißer ist als 100 Grad. Okay. Drücken Sie Q oder 2. Legen Sie den Barren auf den Amboss da. Drücken Sie Q, um Schmiedeteile auszublenden, oder drücken Sie E auf den Amboss. Um mit dem Schmieden zu beginnen, beobachten Sie die Qualitätsleiste links oben auf dem Bildschirm. Wenn Sie sehen, dass das Teil fertig ist, stoppen Sie es. Übergeschmiedete Klingen verlieren an Wert. Was, ne? Legen Sie den Barren in den. Ich verstehe das gerade nicht. Nicht fertig, ja. Legen Sie den Barren in den Ofen, drücken Sie T, wenn sich der Gegner näher befindet, um seine Beschreibung zu sehen. Hier passiert nichts. Gib mir mal das Ding. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das eigentlich nehmen. Ich muss doch das nehmen, oder nicht? Ach nee, ich quatsch, ich muss das ja mit Q nehmen. Sorry. Ich muss ja die Zange nehmen. Und da wieder reintun. So, dann muss ich ja das Thermometer nehmen. Was war denn das Thermometer? Ach nee, X war das Thermometer, ne? Aber wie benutze ich denn jetzt das Thermometer nochmal? Plus?
Ich weiß leider nicht, wie man das Thermometer benutzt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. So, jetzt aber. Ah, und so drauf. Aha, nah dran. Das Ding kühlt wieder ab. Ja, haut gut. Muss ich da genau zielen? Nein, es hat sich abgekühlt. Komm, nimm das Ding. Und rühr mit dir in den Ofen. Verdammt, schade. Ich verstehe immer noch nicht, wie das mit dem Bronzebarren funktioniert. Sie müssen die Zange verwenden. Das ist mir schon klar, dass ich die Zange verwenden muss, aber ich will wissen, wie viel Grad das sind. Ich tippe gerade so ein bisschen hilflos auf den... zurück. Auf den Tasten rum, um zu gucken, wie kann ich nochmal die Temperatur messen? I don't know. Also ich versuche da oben zu kloppen. Nein, da wollte ich nicht, ey. Also man muss schon ganz genau drauf drücken. Wo man hindrückt, weil ich dachte, ich klopfe immer noch auf die gleiche Stelle und jetzt habe ich eins, was schlecht ist. Eine Stelle, das ist echt doof. Und wieder ist es noch nicht fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt, ich dachte, ich wäre so gut. Oh, Menno. Ich will mein erstes Schwert am wenigstens herstellen hier. Es ist Zeit, das Schwert zu temperieren. Es muss heiß sein zum Gießen. Ich muss das erst noch zurechtkloppen. Ich glaube, das war jetzt nicht lange genug im Ofen. Nee, das war noch nicht lange genug im Ofen. Hier, ich schmeiße nur eine Kiste hinterher. Haben wir alle was von. Also ich krieg's auch nicht weiter rein. Ne? Ach,
Ach, ich kann auch nur das Feuer temperieren. Also gucken, abmessen, aber nicht. Das Ding an sich. Ich dachte, der befeuert sich hier so bis zu 100. Wir kommen noch eins hinterher, weil es so schön ist. Vielleicht macht's wusch und mir brennt die Hütte ab. Da ist schon. Was? Nein! Nutzen die Gießkammer, um das Feuer zu löschen und die Kohle zu sparen. Vergiss es. Das Ding kommt jetzt hier nochmal drauf. Ja, der Zünder. Dann mach mal heiß das Ding. Das dauert aber ewig. Ich war aber wahrscheinlich einfach zu langsam. Aber man weiß es halt nicht. Ich finde so ein bisschen die Anleitung ein bisschen hakelig. Also die Temperatur kommt auch nicht in Schwung hier. Jetzt mal probieren. Na, brennt's mir schon ab? Yes. So wollte ich das doch haben. Guck mal, und jetzt ist es auch wieder so schön rot. Ich habe halt einfach vergessen, mal den Blasebalg zu benutzen. Na? Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ist das hier so? Nein! So, jetzt zum Abgießen. Warte, das hat er gesagt, soll ich ja da reinstecken. Ne? Schwert ist nicht gehärtet. So. Nein! Gib her! Na, geh aus. Kommt da überhaupt Wasser raus? I don't know. Ah ja, tut schon. Jetzt müssen die Klinge schärfen, gehen sie zum Schleifstein. Wo ist er denn da? Ach du Gott. Schleifen. Halten Sie die Schleiftaste, während Sie C, um das Rad zu drehen. Aha. Also ich muss schon legen Sie die Griffteile auf den Montagetisch beenden. Also wie
soll ich denn jetzt mit dem Schwert hin? Wo ist denn der Montagetisch? Da. Ich sehe ja gar nichts. Also schon ein bisschen duster das Spiel, ne? Muss man dazu sagen. Als hätten die kein Licht gehabt da damals. Na gut, hatten sie auch nicht. So, nun? Ah, jetzt muss ich wieder mein Schwert nehmen. Mein krasses, geiles Schwert. Wo kommst du dazu? Nächsten. Es macht schon irgendwie Bock, ne? Also, aber ich glaube, man muss halt schon sich echt reinfummeln. Auf jeden Fall das mit dem, mit dem Schmieden an sich war, finde ich, ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Weil, erstmal erkaltet das sehr schnell. Und man hat so eine Ungenauigkeit, wo man jetzt schon geklopft hat und wo nicht. Beenden. Zeit nach oben zu gehen und das Schwert zu verkaufen. Kann ich damit nicht online. Ich finde das gar nicht so schlecht. Okay, es ist an der Seite ein bisschen beschissen bearbeitet. Was muss ich machen? Hat geklopft. Ja. Hallo Master, was geht ab? Ich möchte ganz gern ein billiges Schwert für unter 300 Coins. Hast du sowas? Yes. Kann ich das für 140 haben? Ja. Sehr schön. Voll gut. Kann ich mich hier so unterstützen? Ja. Wir haben jetzt unser erstes Schwert geholt gemacht und wahrscheinlich muss ich jetzt per Map, ich weiß nicht, Tab. Ich habe 380 Münzen. Wahrscheinlich muss das jetzt hier so weitergehen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt immer wieder erstmal in die Stadt, muss wahrscheinlich denn im Prinzip zurück in die Schmiede, mir einen Bronzebarren kaufen, dann sagen hier, das hier in den Warenkorb, also Schwert hinzufügen, ne? Dann wahrscheinlich kaufen. Dann wird mir das die ganze Liebe. Hallo? Jetzt habe ich aber eine ganze Kohle schon verfeuert. Lol. Was ist hier? Oh, ich sehe ja nichts. Seht ihr was? Ich will wieder hoch. Was auch immer da unten war. Ich weiß es nicht. So, hier haben wir im Prinzip wieder die Stücke, um das nächste Shirt zu machen. Und ich denke mal, so geht es halt immer wieder weiter. Dass man sagt, hey, ich muss erstmal ein bisschen Schwerter machen. Jetzt habe ich aber meine Kohle schon so blöd verfeuert. Weil ich halt vergessen hatte, zu essen. Karte. Kann ich bei denen aber keine Dings holen? Doch, hier Kohle kann ich auch. Seht ihr? Ich kann auch Kohle kaufen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das hier. Damit können sie das Feuer im Ofen Kohle sparen. Ich hätte das ganz gerne. Kostet mich Dings, ja. Wir brauchen halt auch Kohle und so. Naja, auf jeden Fall, das ist im Prinzip das Spiel und ich denke mal, es wird auch ein bisschen weitergehen. Ich finde es halt nur gerade echt super dunkel hier unten.
Wir haben uns ja so eine Fackel geholt. Wir gucken mal, ob wir schnell noch die Fackel kriegen. Und dann gucken wir mal, ob wir da runtergehen können. Vielleicht funktioniert das ja. Hallo? Aber der lebt hier schon ganz, irgendwie ganz alleine hier unten. Ein bisschen schade. Der tut mir ein bisschen leid. So, schnappt ihr das Ding. Wir gehen jetzt runter. Wow! Wieso sehen sie nichts? Ich muss mir wahrscheinlich irgendwas craften, damit ich hier Cola bauen kann. Keiner da. Weg. Nein! Ich bin nicht da, habe ich gesagt. Kann ich das jetzt irgendwie so dahin? Schade nicht. Was? Nicht stören. So. Also Fakte können wir und dann halt hier Dings. Okay. Ja, es macht wahrscheinlich erst Sinn, so ein paar mehrere Sachen zu holen und dann. Guck uns mal dahin. Ich kann mir das schon echt cool vorstellen, aber man muss sich, glaube ich, echt ein bisschen erstmal reinfuchsen in dem Spiel. Und ich finde es unglaublich dunkel. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte es noch irgendwie an der Halterung dran machen oder beziehungsweise irgendwo hier dran machen. Aber okay. Was sagt mein Ruf? Na gut. Ich habe auch gar kein Geld mehr. Aha. Naja, ich glaube, für ein Schwert könnte es noch reichen. Aber erstmal das eine Schwert hier machen. Gut, aber das war es im Prinzip denn von mir. Ich weiß, also ich finde es an sich nicht schlecht. Die Idee dahinter finde ich eigentlich ziemlich gut. Und ich mag ja auch so Simulationsspiele. Ich finde es nur ein bisschen dunkel. Da müsste man vielleicht bei den Einstellungen das ein bisschen heller stellen. Und dass es halt zum Teil noch Englisch ist, finde ich jetzt auch nicht so krass toll, aber okay. Ich habe wirklich halt gedacht, es wäre komplett auf Deutsch. Aber was soll man machen? Aber man kann es ja im Prinzip das, was gesagt. Das Wichtigste ist ja auf Deutsch, ne? Das Tutorial, damit man jetzt weiß, wie man was zu machen hat, ist ja auf Deutsch. Was ja schon mal sehr gut ist. Schreibt eure Meinung zu dem Spiel in den Kommentaren. Falls ihr das selber schon gespielt habt, dann immer raus damit. Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.